kämpfen sich Johann und Piwik durch Schlumpfhausen. Viel Spaß! Schon seit Stunden, das kann man ja nicht mit ansehen. Ich hasse schreiende Babys. Babyschlumpf wird doch hoffentlich nicht krank sein. Ich glaube, ich weiß jetzt, was los ist. Ganz ohne Zweifel, Babyschlumpf zahnt. Babyzahnt? Zahnen? Was ist Zahnen? Ach, Schlumpfine, aber das ist doch ganz klar. Schlaubi-Schlumpf wird dir das mal erklären. Also Zahnen, das ist, Ganz einfach, Baby kriegt seinen ersten Zahn. Und da hilft nur eines, wir müssen mit Baby Schlumpf zur Zahnfee. Zur Zahnfee? Kannst du mir sagen, wer das ist, Papa Schlumpf? Tja, Schlumpfine, das sind jetzt schon fast 300 Jahre her, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe. Was? Du brauchst eine Zahnfee? Aber wovon redest du denn da? So etwas gibt es doch gar nicht, du Narr! Aber ich hab doch solche Schmerzen. Ich halte das nicht mehr länger aus. Dieses Gejammere macht mich noch ganz verrückt. Ich werde euch schon auf andere Gedanken bringen. Besorgt mir schnellstens den Smaragd des Botschafters oder ich werfe euch in die Drachengrube. In die Drachengrube, hast du gehört? Aber es tut doch so weh. Mein Zahn tut so entsetzlich weh. Dir wird gleich noch ganz was anderes wehtun. Ich warne dich. Bring mir den Smaragd des Botschafters. Und zwar sofort. Habt ihr gehört? Ich will den Smaragd des Botschafters. Ja, Herr. Den Smaragd. Dieser Nachricht hier zufolge, die ich soeben bekommen habe, ist der Botschafter bei Meister Homnibus eingetroffen und wird sich in Kürze auf den Weg hierher machen. Verstehe, Hoheit. Hat er seine Familie mitgebracht? Ja, das hat er. Seine Frau und auch sein Baby. Richte ihm herzliche Grüße von mir aus und geleite ihn und seine Familie sicher in mein Schloss. Gern, Majestät. Entschuldige, ich habe aber noch nicht gefrühstückt, Johann. Johann, wie ich schon sagte, ich habe noch nicht gefrühstückt. Lass uns doch irgendwo Rast machen und eine Kleinigkeit essen. Piwi, du weißt doch ganz genau, dass wir keine Zeit dafür haben. Das ist ein Befehl, Schlamsi. Hast du verstanden? Was auch immer passiert, du darfst nicht loslassen. Zu Befehl, Schlamsi. Oh. Schlamsi, ich sagte, du darfst nicht loslassen. Oh, Maya, tut mir wirklich leid, Schlamsi. Es tut dir leid, es tut dir leid. Wenn wir jetzt das Abendessen verpassen, ist das ganz allein deine Schuld, Schlamsi. Hilfe, ein Drache! Oh, ein grünäugiger Drache. Los, schnell weg von hier. Fräulein, ich rette euch. Schlumpf, es sieht so aus, als könnte man Babyschlumpf mit nichts mehr ablenken. Ich fürchte, du hast recht, Johann. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Zahnfee zu holen. Oh, Balthasar, ich brauche dringend die Zahnfee. Hör endlich mit dem Gejammer auf, du Schwachkopf. Es gibt keine Zahnfee. Und jetzt zur Sache. Ihr werdet den Botschafter am Backenzahnberg auflauern. Am Backenzahnberg? Spukt es da nicht? Frag's hin! Also, sollte der Botschafter die obere Straße nehmen, dann lasst ihr die Brücke einstürzen. Nehmt aber die untere Straße, versucht ihr einen Steinschlag. Schon gut, oh, meine Zähne. Ich will den Schmaragd, ist das klar? Glaubst du wirklich, dass uns Balthasar in die Drachengrube werfen lässt? Aber nein, er wollte uns doch nur ein bisschen Angst machen. Und richte Meister Homnibus viele Grüße von mir aus. Ach ja, und sag ihm, dass ich ihn bald mal besuchen werde. Und dir vielen Dank für deine Gastfreundschaft, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Wir haben ein furchtbares
Es war das größte Monster, das ich je gesehen habe. Und es hat ein grünes Auge. Seid ihr sicher, es war kein Drache? Oh nein, es war kein Drache. Todsicher nicht. Nein, es war ein Monster. Und wo habt ihr es gesehen? Unten am Froschteich haben wir es gesehen. An der kleinen Brücke in der Nähe von Meister Omnibus. Ein Monster, hast du gesagt? Komm, Peavy, wir müssen schnell zu Meister Omnibus, um den Botschafter abzuholen. Schnell! Immer muss ich schnell machen, dabei habe ich noch gar nichts gegessen, wie du weißt. Schnell! Johann, würdest du mir einen Gefallen tun? Ihr kommt doch am Backenzahnberg vorbei. Wenn du unterwegs die Schlümpfe siehst, würdest du sie mitnehmen? Dort wohnt nämlich die Zahnfee, und zwar zwischen der oberen und der unteren Straße. Ich sterbe vor Hunger. Wie soll ich diesen Galopp durchhalten, wenn ich nichts zu essen kriege? Ich halte es nicht mehr aus. Meine Backe wird immer dicker. Und ich halte dein fürchterliches Gejammer nicht mehr aus. Was war das? Nicht, das ist nur der Wind. Ich hab ja gewusst, hier spukt's, aber mir glaubt ja keiner. Red nicht so ein Quatsch. Hier spukt's nicht, das ist nur der Wind. Komm, arbeite lieber weiter. Mensch, sieh mal da unten. Wer ist das? Ich kann es von hier aus nicht erkennen. Der Karte nach müsste die Höhle der Zahnfee zwischen unserem Standort und der oberen Straße liegen. Ich wünschte, ihr könntet uns begleiten, Johann. Die Zahnfee soll sehr nett sein. Tut mir leid, aber der Botschafter wartet sich ja schon. Ich hoffe nur, dass der Sturm nicht noch Regen mit sich bringt. Ich möchte mal wissen, wer das war. Ist doch egal. Komm, lass uns jetzt weiterarbeiten. Wir müssen auch noch die Steine zusammentragen, Joko. Also, ich hoffe nur, dass mein Geschenk nicht nass wird. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Glaubst du jetzt immer noch, dass es der Wind ist? Ein neuer Kamel für ein Monster. Ja, und weißt du warum? Weil sie noch nie im Leben ein schreiendes Kamel gesehen haben. Oh. Bei aller Kinderliebe, Herr Botschafter, ich weiß wirklich nicht, was schlimmer ist. Ein schreiendes Kamel oder ein schreiendes Baby? Aber was hat denn Zahmer nur, dass er so fürchterlich weint, Schieber? Arme kleine Zahn. Kann man denn gar nichts dagegen machen? Doch, man könnte schon, aber wir sind leider so weit von zu Hause entfernt. Ich habe zwar äußerst selten mit Babys zu tun, aber ich glaube, mir wird schon irgendetwas einfallen. Was das Baby braucht, ist eine Zahnfee. Und wie ist der Zufall so wild? Meine Verehrung, verehrter Botschafter. Der König hat mich beauftragt, euch zu seinem Schloss zu begleiten. Meine Familie und ich fühlen uns sehr geehrt, dass Majestät seine Eskorte schickt. Und ich kann Ihnen versichern, dass Lady Barbara dem Baby helfen wird. Wir werden sofort zum Schloss zurückreiten. Wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr seid sicher sehr müde und außerdem scheint Sturm aufzukommen. Aber nur im Schloss kann eurem Baby geholfen werden. Ich habe furchtbaren Hunger, Johann. Willst du, dass ich tot umfalle? Das ist mir egal. Es gibt jetzt Wichtigeres zu tun. Schneller, Bayard, schneller. Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Seht ihr das Haus da oben? Das muss es sein. Oh, ich kann es nicht erwarten, der Zahnfee mein Überraschungsgeschenk zu geben. War doch nur ein Scherz. Natürlich kann ich doch warten. Und wieder dieses Geheul. Ich will auf der Stelle weg von hier. Ja gut, nein. Einen Moment mal. Du bleibst gefälligst bei mir. Du arbeitest jetzt sofort weiter, hörst du? Was glaubst du, weshalb wir hier sind? Wir brauchen diesen Smaragd um jeden Preis. Weißt du, was Balthasar sonst mit uns macht? Das ist unheimlich hier. Hallo, hallo, liebe Zahnfee. Ist jemand zu Hause? Wir sind die Schlümpfe. Ich habe ein Überraschungsgeschenk für dich, Zahnfee. Wenn wir hier noch lange rumstehen, holen wir uns garantiert eine saftige Erkältung. Ich frage mich, welche Straße der Botschafter nehmen wird, die obere oder die untere? Ist doch egal. Ist es nicht. Wenn jetzt alles unter den Steinen begraben wird, wie sollen wir dann an den Smaragd kommen? Dann entführen wir eben sein Baby und fordern den Smaragd als Lösegeld.
Hast du das gehört? Was war das? Das war der Geist. Nein, ein Reiter. Zieh dir nur diesen Narren an. Ich hab dir doch gesagt, dass es noch zu früh ist, die Brücke anzusehen. Aber dazu müsstet ihr das Rätsel an der Tür lösen. Du meinst K plus E gleich 4 und E plus Y gleich 10. Man nennt es Algebra. Und es ist wirklich verblüffend. Das ist ein richtiges kleines Wunder. Und ein ganz neuer Weg, um Probleme zu lösen. Oh, ich wünschte, ich könnte das Problem eines schreienden Kindes lösen. Sie ist aufgrund eines Fluches hinter einer schweren Eisentür gefangen. Und bevor wir nicht das Rätsel gelöst haben, kann sie da nicht raus. Aber ich habe dir schon mal ein Geschenk dagelassen. K und E gleich 4 und E und Y gleich 10 und K und Y gleich 8. Was mag das nur bedeuten? Vielleicht kann uns Meister Omnibus helfen. Oh, ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus. Wo willst du denn hin? Ich gehe mir das Schwert dieses Reiters holen. Der braucht es jetzt ja wohl nicht mehr, oder? Au. Solltest du in der Zwischenzeit den Botschafter kommen sehen? Ein kleiner Fußtritt genügt und die Steinlawine geht abwärts. Oh! Ein verrücktes Wild. Wir werden die untere Straße nehmen, denn Johann sagte, er wollte auf der zurückkommen. Das ist also das Monster, das die Schlümpfe gesehen haben. Sieh dir mal diesen Vogel an. Unser Herr wird begeistert sein. Halt, stopp! Nicht schießen, es bringt Unglücksstörche zu jagen. Ach was, Baby Schlumpfzahn? Das Baby des Botschafters auch. Na, das ist aber ein Zufall. Ja, und nun sag mir, Papa Schlumpf, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuchs? Was gibt's? Ein Fluch hält die Zahnfee in ihre Höhle fest. Da kommen sie. Sieh mal, der Botschafter reitet sogar auf einem Drachen. Bald werden wir den Smaragd haben. Was ist das? Johann ist in Gefahr. Vorwärts, B-Cat, ja! Wir schlagen hier unser Lager auf.